Hallo liebe Freunde, jetzt willkommen zurück zu einer neuen Folge Transport Fieber 2, hierbei heißt Berg zockt. So, wir fangen mal an mit einem fahrenden Zug, und zwar ja mit stehender Kamera, das haben wir auch nicht allzu oft. Aber hier ist halt eine Brücke, das ist so eine Sache mit der Kamera, das wisst ihr ja wahrscheinlich inzwischen auch. Also die läuft halt dann eher amok. Gut, wir düsen mal, jetzt muss ich nochmal kurz gucken. Wir haben hier eigentlich alles abgeschlossen, was hier noch fehlt, das sind die LKWs, die tatsächlich die Werkzeuge in die Stadt bringen. Auch wenn wir den Effekt haben, dass der Bahnhof offensichtlich eben so steht, ich kann das nochmal schnell zeigen, dass wir hier, ja, wahrscheinlich hier ein paar Werkzeuge abliefern könnten. Man sieht, hier sind eh schon Werkzeuge, aber ich würde da tatsächlich trotzdem noch eine LKW-Linie machen. Haben wir nicht schon gemacht, hoffe ich. Ich guck mal schnell. Hier haben wir, Moment, das mache ich anders. Das ist einfacher, wenn wir den hier haben. Zwei Linien, Baumaterial, Bismarck, LKW-Werkzeug. Haben wir doch schon eingerichtet. Aha, okay, nach hier hinten, ja stimmt. Und hier drehen sie aber ein bisschen unglücklich. Können wir denen nicht noch helfen? Das war, glaube ich, gestern tatsächlich auch noch Thema. Und dann habe ich zuerst was anderes gemacht. Weil wir müssen noch nach Pforzheim rauf. Ich möchte dort auch noch eine Linie korrigieren, die irgendwie, glaube ich, keinen Sinn macht. Wie machen wir das denn? Wie können die denn hier am besten weiterfahren? Wenn sie hier runterfahren? Ja gut, das wollen sie nicht. Das könnten wir mit einem Wegpunkt lösen. Da müssen wir nicht mal bauen. Sollen wir das mit einem Wegpunkt machen? Lass mich mal schnell gucken. Der dreht dort zu doof. Ja gut, dann müssen sie hier wieder noch unnötigerweise über den Bahnübergang. Allerdings, das ist natürlich dann wieder eher eine schöne Geschichte für die Optik. Ja, was machen wir denn da? Ich würde das mit dem Wegpunkt machen. Dann müssen sie hier oben über den Bahnübergang, hier unten müssen sie nochmal über den Bahnübergang, dann sind sie begeistert. Ich sehe es kaum. Ja, der Weg wird halt länger. Dann könnten aber auch nochmal ein, zwei Fahrzeuge reinsetzen. Oder draufsetzen auf die Linie. Ich würde mal sagen, ich mache mal einen Wegpunkt und gucke mal. Und zwar bei der Straße wäre das nicht schlecht. Eine Tafel. Eine Tafel ist doch nie doof. Zum Beispiel Fußgängerstreifen. Man sieht zwar hier, hier ist ein Fußgängerstreifen, aber wir machen hier mal einen Fußgängerstreifen hin. Zack, und in die Richtung das gleiche, damit das nicht irgendwie nur einseitig ist. Aha, kann ich nur hier hinsetzen? Seit wann das denn? Konnte man die nicht freisetzen? Mit Shift geht auch nicht. Naja gut, machen wir dich hier hin. Ja. Das steht eigentlich eh richtig, das Ding. Gut, also jetzt wollen wir da mal gucken, ob wir die Linie dazu bewegen können. Das Auge, und dann bräuchte ich nicht den Bus, sondern ich bräuchte, wo haben wir es denn jetzt? Werkzeug, das ist weiter oben. Die Werkzeuglinie Bismarck, LKW-Werkzeug. Von der Feldstraße zurück wird es hier lang gehen. Ich hoffe, der fährt jetzt nicht nur bis hier hin, sondern, nee, der merkt es, okay. Und auf dem Hinweg von Bismarck Dingsbums würden wir gerne hier lang fahren. Wo ist mein Wegpunkt? Zack. Okay, dann haben wir es. Dann fährt er hier einmal tatsächlich hier hinten runter. Das ist okay. Dann haben wir das blöde Gedrehe da oben nicht. Dann haben wir das hier aber auch fertig. Dann kommt Bismarck jetzt an seine Werkzeuge. Das freut mich. Ab nach Pforzheim, weil die kommen laut Aussage eines Kommentars. Die bekommen keine Werkzeuge, weil ich die Linie irgendwie falsch gemacht habe. Lass mich mal schnell gucken. Moment, das machen wir auch wieder so. Das ist definitiv immer einfacher. Aber nicht bei der Fabrik, sondern hier beim Portal, Terminals. Die haben wir soweit. Werkzeug, LKW, Zubringer, Pforzheim, LKW, Werkzeuge. Was macht diese Linie? Da muss ich mal schnell dieses Teil haben. Dann gehen wir hier mal runter. Pforzheim, LKW, Werkzeuge. Da haben wir sie. Die fährt hier lang, die fährt hier runter. Sag mal, was macht die denn? Ich nehme die mal raus. Wo sind die Werkzeuge gleich nochmal? Pforzheim, LKW, Werkzeuge. Ich gehe nochmal raus. Pforzheim, LKW, Werkzeuge. So, einmal den hier. So, dann haben wir nur die Linie und dann sehen wir, die fahren von hier, wo es die Werkzeuge gibt, hier runter und fahren hier hin. Doch, das ist doch richtig. Und fahren hier zum Lerchenweg. Und wenn wir hier das Teil hier aufmachen, Lerchenweg, dann sehen wir, hier brauchen sie Werkzeuge. Nö, da ist alles richtig. Da habe ich vielleicht irgendwas noch geändert nochmal, oder nicht? Also nicht im Off, keine Angst, ich ändere im Off eigentlich nichts. Das machen wir alles zusammen. Ne, aber für mich passt das. Sonst müsstest du, lieber Kommentarschreiber, das nochmal kurz in die Kommentare schreiben. Wir haben hier, wir können uns das ja nochmal kurz ansehen. Hier hinten. Moment, bei dem Teil. Ach, das ist das Depot. Okay, das bringt uns herzlich wenig. Ich brauche den hier. Zack, jetzt. Terminals, hier können wir das noch. Oh, das ist auch nur ein Einer. Kriege ich hier noch ein Zweier-Terminal hin? Hier haben wir Bretter, Zubringer, LKW-Werkzeuge. Das ist sinnvoll. Und dann haben wir hier Werkzeug, LKW-Zubringer. Genau, die bringen die Werkzeuge dann eben hier runter. Also, das passt schon mal. Ich
gucke hier nochmal schnell. Terminals, das ist wie gesagt alles okay. Jetzt ist die Frage, ob wir hier einen Zweier hinstellen. Ich würde sagen, ja. Da müssen die aber erstmal alle raus hier. Und da kommen schon wieder neue. Ich halte dich mal schnell an. So, warte mal schnell. Du bitte rausfahren. Weil sonst kann ich das, glaube ich, gar nicht... Oder kann ich das abreißen, wenn da ein Fahrzeug drin ist? Ja, geht. Okay, gut. Also, jetzt könnten wir hier aber noch kurz Pause machen. Und schauen mal hier, ob wir einen Zweierteil haben. Gebäude. Cargo. Der Zweier. Den brauche ich nur. Single Lane. Two Lanes. Ja, ist halt ein bisschen größer. Kriege ich dich hier trotzdem rein? Sanft drehen wäre die Lösung, wenn ich sanft drehen dürfte oder könnte. Ja, da ist das Gebäude im Weg und das ist eine kleine Kollision. Das muss weg. So, dann kommt der Weg weg. Und dann hängen wir das hier rein. Und da können wir ja gucken, ob wir da nochmal ein Gebäude hinstellen. So, jetzt haben wir den Zweier hier. Die Linie stimmt wieder. Dann machen wir ja noch Folgendes. Bei den Terminals. Jawohl, geh du in die 2 rein. Dann haben wir das hier auch schön verteilt. Dann können wir da auf Play gehen. Und dann gucken wir mal, ob wir hier nicht noch irgendwie ein schönes Gebäude hinsetzen können. Das wäre aber bei den Assets gewesen. Die Fabriken. Hier. Da sind sie doch. Passt doch hervorragend hier rein. Machen wir gleich. Gar nicht lange überlegen. Dann ein Zwillingsturm dazu. Und hier hinten jetzt noch was hin. Da haben wir hier hinten doch was sehr Langes. Ja, das Teil. Oh, guck mal, wie gut das ist. Jetzt muss ich aber ein bisschen aufpassen. Das sollte hier natürlich nicht in LKW-Kollegen rein. Ja, machen wir so hier hin. Zack, guck mal, das sieht doch relativ cool aus. Ja, das ist halt sehr industriell. Das ist halt schon... Aber dann fehlt hier was. Ich glaube, da sind wir einer Meinung. Jetzt haben wir hier so ein Loch. Das Loch möchte ich auch noch irgendwie ausgestopft haben. Passt hervorragend hier hin. Einmal so und einmal so. Zack, und dann haben wir das. Vielleicht noch eine Straße hier lang. Irgendwie, das könnte man alles auch noch machen. Wir lassen es mal. Aber jetzt ist doch unser LKW-Port hier... Oh, den müsste ich vielleicht wieder fahren lassen. Unser LKW-Port hier, das sieht doch jetzt relativ nett aus. Moment, ich wollte schnell in die Kamera rein. Ja, guck mal, das ist doch... Ja, das ist genauso, wie ich es möchte. Das ist halt alles alte Industrie hier. Ja, und wir nutzen aber trotzdem diesen LKW-Port hier halt trotzdem immer noch. Hier mit diesen Türmen. Ja... Ich kenne solche Gebäude tatsächlich aus der Stadt hier, wo ich wohne. Okay, wir gehen raus. Wir haben noch weitere Städte, die Werkzeuge wollen. Wo sammeln sich die? Hier beim Bahnhof. 45. Ja, das ist auch die einzige Stadt, die bis jetzt Werkzeuge kriegt. Wir hätten noch im Angebot Emmerich, dass wir da runterdüsen. Was wir natürlich auch haben, ist, glaube ich, Rorschach. Wir können mal schnell gucken hier hinten. Da haben wir Karlsruhe, auch die brauchen Werkzeuge. Ja, ich würde das jetzt mal... Wir müssen es eh so machen. Wir müssen zwischendrin was anderes machen. Ich möchte jetzt nicht über 10 Folgen hinweg Werkzeuge transportieren. Das werden wir ändern. Beziehungsweise wir werden jetzt mal eine Stadt noch machen, würde ich sagen. Und danach machen wir wieder eine Personenzugstrecke. Die Hybridstrecke wäre zum Beispiel auch etwas, die dann mal irgendwann noch relativ schnell aktuell wird. Jetzt, wohin? Oberböser braucht, glaube ich, auch Werkzeuge. Das haben wir da hinten. Jawohl. Gleise hätten wir. Ja, wo gehen wir hin mit den Werkzeugen? Kommt, wir machen zuerst mal Emmerich. Oder sollen wir Rorschach machen? Es ist eigentlich egal, einfach irgendeine Stadt, die eben Werkzeuge braucht. Kommt, wir machen Rorschach. Das gibt vielleicht sogar eine komplexere Strecke. Aber wir müssten hier dann schon wieder allen Ernstes hier auf diesen Kringel. Hier, wo eh schon so viel Verkehr ist. Da hat noch jemand geschrieben, nimm doch die Öltransportlinie, die wir hier haben. dass wir die irgendwie separat machen und weitere Gleise spendieren. Ich würde es für den Moment mal noch lassen, auch wenn wir sehen, hier steht auch schon ein Zug. Ja, das wird über kurz oder lang wird das schwierig hier. Aber es sieht natürlich toll aus. Guck mal hier oben. Da sind gerade 4 Züge unterwegs und sie fahren. Das ist ja der Punkt. Da fehlt im Prinzip noch der IC, der hier lang fährt. Der wäre hier auch noch fällig. Boah, schönes Bild hier mit diesem Kreisel. Ich würde den Kreisel für den Moment so lassen. Also das ist... Eigentlich so, wie ich es haben möchte. Inklusive dem Verkehr, den wir haben. Da oben kommen schon die nächsten. Aber ich würde jetzt hier irgendwie nicht mit den Gleisen oder beziehungsweise mit dem Zug, den wir nach Rorschach schicken wollen, von hier aus auch nochmal da runter. Dann ist hier nochmal mehr Verkehr. Dann sind hier noch mehr Züge drauf. Dann wird es tatsächlich irgendwann schwierig. Und wir müssen ja auch nicht. Das geht ja eigentlich nach Bismarck. Nach Rorschach könnten wir auch auf die andere Seite. Wenn wir hier lang düsen. Dann sind wir in dem Gleis drin. Ich muss das mal gucken. Oder wir könnten natürlich die Linie schon mal machen und schauen, ob wir da irgendwie, ob das Spiel irgendwie eine Linie findet, beziehungsweise eine Strecke findet.
die wir nutzen können. Ja komm, das machen wir mal. Ich glaube nicht, dass es geht, aber wir werden es ja gleich rausfinden. Also, würde heißen, wir bräuchten eine neue Linie von hier vom Werkzeugding. Ja, das ist halt nicht Pforzheim-Transfer. Ach komm, wir lassen's. Das kann man schon so benennen. Sonst, ich hätte jetzt Pforzheim-Cargo draus gemacht, aber das spielt ja keine Rolle. Wir müssen nach hier hinten. Das geht wahrscheinlich nicht. Nee? Dann können wir die Linie wieder löschen. Dann müssen wir gucken, wo das sozusagen nicht funktioniert. Ja, Linie 1. Habe ich die Linie jetzt nicht gelöscht? Ich dachte, ich hätte die Linie gelöscht. Linie 1, zack, löschen. Gut, dann ist das hier auch wieder weg. Das brauchen wir ja nicht. Ja, wie kommen wir denn jetzt nach Rorschach? Eben, ich würde nicht vorne lang, ich würde nicht Richtung Bismarck, aus genannten Gründen, weil das sind dann einfach zu viele Züge. Wir könnten problemlos, aber das ist halt die Strecke nach Bismarck. Nee, das machen wir anders, wenn wir hier in die Gleise reingehen. Oder hier vielleicht ausfädeln oder die Gleise nehmen, das ist ja dann egal. Wenn wir hier sind, düsen wir hier runter, hätten dann den, machen dann diesen. Das bringt uns doch immerhin schon mal irgendwie hier runter. Okay, dann geht das hier lang, dann macht es hier die Kurve. Geht hier ein Güterbahnhof. Wir hätten hier noch, guck mal, wir hätten hier noch ein Durchfahrtsgleis. Wo müssen wir das anschließen? Dann ist halt die Frage, wo kommen wir über den See? Wir haben nirgends eine Brücke hier. Bei Karlsruhe hätten wir hier was. Ja, eine Straßenbrücke. Und da hinten haben wir dann die Brücke. Ich würde sagen, hier wäre mal noch mal eine Brücke. Oder hier vorne. Ja, da haben wir natürlich eine relativ massive Brücke, wie man sieht. Also das ist ja eine Brücke. Ja, mit einer Straße dazwischen. Finde ich eigentlich eh cool. Ich würde das, glaube ich, so machen. Da muss ich jetzt aber ganz kurz... hier das Durchfahrtsding. Dann hier vorne... Vielleicht in die Gleise rein und dann in die Gleise rein. Die führen uns dann hier lang. Das ist eine ewige Strecke. Wisst ihr, was ich mir gerade denke? Man könnte das natürlich mit Flugzeugen lösen. Statt dass wir jetzt einmal quer über die Map fahren. Wobei, da kann man sich dann natürlich auch fragen. Ja, ist das nicht eigentlich, wie soll ich sagen, ist das nicht Sinn der Übung? Sagen wir es mal so, dass wir hier halt Züge haben, die weit fahren. Wir müssen ja gar nicht, hier müssen wir ja nicht mehr rüber. Da hinten ist Rorschach, stimmt das? Jawohl. Dort lang. Wir müssen hier in die Brücke rein und dann führt uns irgendein Gleis, das hier, das führt uns dann nach Rorschach rein. Ja. Ich überlege gerade, doch. Das ist okay, das können wir machen. Das würde heißen, bei diesem Bahnhof, den wir hier haben, muss schnell gucken, wo der war. Wo ist dieser Bahnhof mit dem Durchfahrtsgleis? Hier haben wir nochmal einen Kringel. Ja, ich bin viel zu weit. Moment, hier vorne. Jetzt finde ich den Bahnhof nicht. Ist es denn wahr? Komm, wir gucken uns das nochmal in Ruhe von vorne an. Also, wir schauen, dass wir in dieses Gleis reinkommen. In das hier. Ja, aber das geht dann hier runter, macht diesen. Das müsste zu schaffen sein, dass wir da reinkommen. Dann haben wir hier den Bahnhof, den ich gesucht habe. Und jetzt müssen wir mit dem Gleis... Ach, guck mal, da fährt schon einer rein. Das ist gar kein Durchfahrtsgleis. Aber wir könnten natürlich ein Durchfahrtsgleis machen. Ja, bei dem Portal schwierig. Wobei, hier ausfädeln müsste gehen. Man reiche mir ein Gleis. Nö, dann nehmen wir ein schnelles Gleis. Dass wir irgendwie so hier rauskommen. Ja, da müssen wir fast trotzdem bauen machen, weil der Punkt ist... Haben wir hier eine Weiche drin? Hier haben wir, glaube ich, gar keine Weiche. Sehe ich das richtig? Da käme man irgendwie gar nicht vernünftig aufs Gleis. Ja, das müssen wir uns halt noch ansehen. So geht's. Haben wir da irgendwie ein Problem mit dem Geländer? Eigentlich nicht massiv. Nee, das würde ich tatsächlich so machen. Aber ich muss da drin, glaube ich, noch eine Weiche haben. Spiel, lass mich mal kurz bauen. Jawohl, einfach hier ran. Und dann hier durch. Wir gucken wegen dem Zweigleisigen, gucken wir dann noch. Wir müssten hier nicht durch, wir können auch direkt runter. Aber ich finde das eine schöne Geschichte. Wenn wir hier nochmal das Ganze so machen. Und dann hier die Kurve runter und wir sehen schon. Ja... Sagen wir mal so, das wird eher schwierig. So geht's nicht. Da brauchen wir mehr Weg. Ja, wir können ja die Gleise mitnehmen. Ja, weil die machen ja das Gleiche. Die fahren ja auch hier runter. Ja, dann müssen wir hier halt raus. Nee, das würde ich nicht machen. Ja, aber dann machen wir mit dem Gleis folgendes. Wir düsen mal nach hier vorne. Haben da einen Damm. Dann würde ich hier auch den Damm tatsächlich bemühen. Damm, Damm, Damm. Jawohl. Und dann hier in die Kurve rein. Vielleicht sogar parallel oder andocken. Kommt hier docken hier an. Wobei, irgendwie dieses eine Gleis hier. Ich würde das gerne noch haben. Irgendwie hier ran. Haben wir dann den Damm? Nee, aber den haben wir, wenn wir hier
Zack. Den Damm einstellen. Okay. Dann das zweite Gleis hier hinterher. Und dann haben wir es ja eigentlich zweigleisig. Ja, das ist okay. Dann benutzen wir hier auf der einen Seite dieses eine Gleis. Das ist in Ordnung. Also, dann irgendwie nach hier vorne weg. Und dann irgendwie... Ja, wie kommen wir denn jetzt hier runter? Geht das? Ich guck mal. Weil das Gleis funktioniert ja auch. Wahrscheinlich haben wir dort die damit trotzdem bauen gearbeitet, nehme ich fast an. Ja. Boah, nee, es gibt halt Höhe ohne Ende. Aber es würde gehen. Wir kommen hier runter. Allerdings, ich verstehe halt nicht hier. Das ist so weit unten. Was hat das Gleis anders gemacht? Wie wir. Ja, es hat ein bisschen mehr Weg. Wie man es anders. Wir gehen dort ans Gleis ran, würde ich vorschlagen. Und zwar mit beiden Gleisen, die wir hier haben. Und zwar so, wenn es geht. Jawohl. Und gehen dann dort einfach weg. Weil wir gehen ja nicht ins Gleis rein. Das heißt, das können wir problemlos machen. So, einmal so. Und dann einmal das Ganze. Nein, falsches Gleis. Einmal ihn hier. Hier lang. Einmal ihn hier. Zack, hier lang. Passt. Ja, und jetzt machen wir die Kurve noch mit und dann düsen wir geradeaus. Und dann gehen wir unten ins Gleis rein. Weil so geht's. Wir müssen nicht mal anders bauen machen. Wir kriegen hier die Höhe tatsächlich gewuppt. Die Frage ist halt, wenn ich das so mache. Nee, das geht. Guck mal, das geht. Allerdings, ich möchte hier ans Gleis ran. Erstmal. Ja, da muss ich es in kleinen Schritten bauen. Wir machen es mal so. Ziehen das hier runter. Jawohl, das geht. Zack, dann gucken wir. Machen wir hier ein eigenes Gleis oder gehen wir da in die Gleise rein? Das würde ich davon abhängig machen, wie viele Linien hier bereits drauf sind. Das weiß ich jetzt natürlich nicht auswendig. So, mal so. Dann wollen wir da mal schauen. Ja, zwei Linien sind es. Und hier vorne, wo wir auch hinwollen, da ist es dann eine, die hier rüber geht. Das können wir doch tatsächlich machen. Ne, es sind wieder zwei, da wurde eine ausgeblendet. Dann sind das drei Linien. Ich würde hier ins Gleis reingehen. Jetzt ist aber natürlich ein bisschen die Gretchenfrage. Sollen wir das nicht mit einer Brücke vielleicht sogar machen? Man reiche mir nochmal mein Gleis. Dann wüssten wir mit dem Gleis eigentlich rüber, mit dem können wir hier rein. Dann würde ich das mal kurz kappen. Man reiche mir den Backer bitte schön. Danke. Backer, Backer. Und dann gehen wir hier. Ja, jetzt haben wir die Höhe eigentlich verhindert. Jetzt hier bräuchten wir sie eigentlich wieder, die Höhe. Oh, guck mal, das wird aber sogar eine Brücke. Ja, das machen wir so. Mit dieser Aufschüttung. Das ist okay. Komme ich da überhaupt rein? Doch. Hier müsste ich reinkommen. Hier haben wir halt Wasser. Ich wollte gerade sagen, da komme ich da irgendwie nicht ins Gleis rein. Aufschütten möchte ich dort nicht. Ich möchte das so haben. Jawohl, und dann aber runter. Mit der Brücke. Da können wir sogar noch mal ein bisschen runter, finde ich. Das sieht immer noch gut aus. Jetzt muss das unbedingt die Brücke sein. Nein. Eine Güterzugbrücke. Nee, irgendwie sowas. Das sieht halt schon immer stark aus. Kommt hier neben die Brücke. Nochmal ein bisschen runter. Ja, ist okay. Wir können hier runter, weil wir müssen vorne ins Gleis rein, natürlich. Irgendwie so. Und dann hier eine Weiche. Jawohl, dann kommen wir hier rüber. Das passt. Und mit dem Gleis ein bisschen früher ran. Hier auch nochmal wegnehmen. Hier auch nochmal wegnehmen. Das machen wir folgendermaßen. Jawohl, dass wir hier so rangehen und dann hier reingehen. Sauber, dann haben wir das schon. Dann sind wir hier in den Gleisen drin. Und dann haben wir die Strecke nach Rorschach eigentlich fertig, weil wir nutzen dann diese Brücke mit, düsen hier rüber, nehmen das hier mit, fädeln hier aus, machen hier zack, zack, zack hier runter, sind dann hier in den Gleisen drin. Und hier vorne geht es dann via Damm, beziehungsweise via Steinbrücke. Auch eine schöne Geschichte hier. Geht's vorne in den Güterbahnhof rein. Sehen wir ja. Ja, da ist der Güterbahnhof. Da haben wir auch noch freie Gleise. Das würde heißen, wenn ich das jetzt nicht völlig falsch sehe, wir können mal gucken, ob wir jetzt die Linie machen können. Und dann schauen wir mal, was das Spiel draus macht. Und dann gucken wir, was wir wollen. Ob wir da noch mal Korrekturen brauchen. Das wäre hier oben mit den Werkzeugen. Ja, es geht sogar. Sehe ich das richtig? Können wir hier mal eine Farbe haben, die uns auch zeigt, wo wir sind. Gelb. Aha. Okay, mal nur die Farbe bitte, beziehungsweise nur die Linie. Aha, die geht hier rein, rein, rein. Da vorne müssen wir das Terminal noch wechseln. Das ist soweit richtig. Geht hier runter. Macht dann den hier und geht dann genau hier beim neu gebauten Gleis durch. Hier unten geht's rein. Ich denke mal, das ist tatsächlich bereits
fertig das Ding. Klar, jetzt müssen wir noch mal gucken wegen den Signalen und wir müssen schnell gucken, wo wir hier in welche Gleise reingehen, ob das so Sinn macht oder falsch ist. Nö, hier ist okay. Wir wechseln mal die Farbe nochmal. Ja, das ist unsere Linie. Wir sehen, das passt hervorragend. Zweigleisig ist es auch. Sehr gut. Die Signale haben wir. Jetzt haben wir bei der bei dieser Ausfahrung, genau. Das ist keine Ausfahrung, das ist eine Ausfädelung. Hier fehlen natürlich die Signale hier. In dem Bereich. Und da oben ist ja eigenes Gleis. Das heißt, wir müssen hier die Signale setzen. Machen wir auch. Nee, das sind wieder fliegende Kollegen. Die brauchen wir gerade nicht. Irgendwie sowas in der Richtung. Wo geht das hier raus? Hier, das würde heißen, wir bräuchten, wenn wir von hier kommen. Jetzt muss ich schnell gucken. Wo fädeln wir ein? Hier. Das heißt, wir brauchen hier ein Signal. Dann brauchen wir hier ein Signal. Dann brauchen wir hier eins. Hier hinten irgendwo. Zack. Hier schnell bei dem hier gucken. Da haben wir das Signal dort. Dann haben wir hier zwei Signale. Die kapp ich, die sind mir jetzt tatsächlich zu nah. Nö, jetzt habe ich dort die Schiene erwischt. Ist es wahr. Man reiche mir ein Gleis. So, verbinden wir das wieder. Zack, dann ist die Fehlermeldung wieder weg. Also, dann haben wir dort ein Signal. Und dann haben wir, wo haben wir die nächsten? Hier hinten. Da bräuchten wir hier schon nochmal Signale. Machen wir mal. Aha, das geht dann weg. Das ist ein eigenes Gleis. Dann sind das die Signale, die ausschlaggebend sind. So, wären hier dann zwei Signale. Und hier vorne fädeln wir ja auch nochmal ein. Beziehungsweise, nö, fädeln wir nicht. Aber von hier kommen wir. Da können wir in die Richtung. Dann gibt es hier nochmal ein Signal. Ja, und dann ist hier ein Block. Dann ist das okay. Gut, jetzt der Bereich hier. Da gehören noch ein paar Blöcke hin, finde ich. Zack, zack. Einmal hier lang. Dann hier vor dem Bahnhof. Einmal so und einmal so. Dann geht das hier eh rein. Ja gut, das ist natürlich Käse. Dann muss ich das anders machen. Dann brauchen wir hier das Signal. Und das lassen wir. Sonst stehen wir mit dem Zug da auf der Weiche. Okay, jetzt ist aber meine Frage. Das ist ja eine ewige Geschichte. Hier können wir doch nochmal zwei Signale hinsetzen. Sind wir jetzt dort eingleisig unterwegs, da oben? Nee, ist auch zweigleisig. Funktioniert. Hier sind wir ganz kurz eingleisig. Hier ist die Weiche. Und da haben wir die Signale. Nee, das passt. Dieses kleine eingleisige Stück lassen wir. Und sonst werden wir sehen, dass wir hier irgendwann Probleme kriegen. Wir werden das nochmal ausbauen. Weil das Problem ist, sie kommen hier halt nicht mit dem dritten Gleis raus. Dann ist das Portal hier weg. Das ist ganz klar. Und das ist nicht, was wir wollen. Ja, dann passt das mit der Linie. Haben wir hier oben noch was? Ach so, ja, hier noch schnell gucken. Hier benutzen wir, glaube ich, auch das falsche Terminal. Da könnten wir noch ausbauen. Da verschlägt es mir fast die Sprache. Ich muss mal alle Linien haben. Ja, war eins rüber, dann haben wir es doch schon. Wäre hier in Pforzheim Transfer nicht in die 6, sondern in die 5 wäre das in dem Fall. Jawohl, dann sind wir dort drin. Und dann passt das ebenfalls. Sehr gut. Und das ist für uns hier für Rorschach. Ja, Werkzeuge. Das gibt eine sehr lange... Ja, richtig schreiben, noch Eisenberg. Werkzeuge. Und nach dieser Linie würde ich dann tatsächlich halt wirklich wieder zum Personenverkehr kommen, denke ich. Mach mal irgendwie... Enter. Ja, jetzt hat es geklappt. Ja, eben wieder zu einer Personenlinie kommen. Jetzt müssen wir hier aber natürlich noch ein Depot haben. Was wir nicht haben. Vielleicht tatsächlich hier hinten mal eins hinsetzen. Weil in die Richtung mit den zwei Gleisen gehen wir eh nicht. Also hier lang. Mit denen vielleicht, wir wissen das gerade nicht. Aber hier ein Depot, das passt hervorragend hin. Und zwar hätte ich da gerne nochmal dieses eine alte. Vielleicht dann doch eher bei der Eisenbahn. Gebäude, Depot. Nee, Depot ist hier. Irgendwie sowas in der Richtung. Oder halt vielleicht sogar irgendwie sowas in der Richtung. Wir gucken mal. Wäre mit einem Gleis. Und dockt an. Dann wäre das hier ein, ja, ein Gleis, was wir nicht nutzen, das andere. Das ist okay. Passt das? Müsste. Schönes Depot. Wunderbar. Eine potente Lokomotive hätten wir gerne. Ja, elektrisch. Mal gucken, mal gucken. Baureihe 156. Haben wir, wahrscheinlich, wir haben doch wahrscheinlich die meisten eh schon wieder verwendet hier. Würde mich wundern, wenn es anders wäre. Krokodile sind zu langsam. Da haben wir eine riesen Auswahl hier. Prototypen. In Orange hier. 120 mit Power. Ach. Arxelor Mittal. Finde ich irgendwie sehr schön. Mir ist sie ein Ticken zu langsam. Allerdings, wir werden dann wieder Wagen haben, die eben auch nicht 120 oder beziehungsweise 140 machen.
Nee, wir sind da so lange auf der anderen Strecke am See unten. Das war, wir brauchen ja Tempo. Das sind Fake-Teile, das bringt uns nicht viel. Und wenn die keine Kraft haben, dann werden wir halt entsprechend Hektorel. Haben wir die Hektorel auf der Anlage schon? Ich weiß es nicht. 150? 150 ist okay bei 4000 Kilowatt. Neue Lampen, Vorspann. Kommt ihr neben die? Falls es jetzt tatsächlich so ist, dass wir die schon haben auf der Anlage, dann können wir den Zug immer noch mal ändern. Beziehungsweise die Lokomotive ändern. Dann könnt ihr das natürlich gerne in die Kommentare schreiben. Dann werden wir das nochmal gegebenenfalls ändern. Werkzeuge. Jetzt haben wir 150 km/h. Ja, wie gesagt, das bremst uns halt trotzdem hier wieder runter. Ja, schon schade, dass es hier keine Wagen gibt, die irgendwie die 140 wenigstens machen. 120. 100. 120. Ja, es ist Güterverkehr, ist mir klar. Auch 120. Was ist das hier? Tieflader. Uff, okay, wird immer langsamer. Das ist natürlich einfach nichts für so eine lange Strecke. 65. Also wenn wir Tempo haben wollen, müssten wir die nehmen. Das ist aber schade, finde ich. Weil die haben wir schon. Aber auf 120 können wir nicht runter. Wir haben dort am See unten tatsächlich eine relativ lange Strecke, wo wir andere Züge mitnutzen. Ich würde die 160er nehmen. Dann gibt es hier so einen Zug mit 200 Metern. Dann, ja, kommt, da machen wir gleich mal drei Stück. Sag einmal so. Passt soweit. Ja. Ja, passt soweit. Also, zack. Wäre dann für Rorschach. Da unten Rorschach-Werkzeuge. Jawohl, wir hören einen Plupp und das Ganze funktioniert. Wunderschön. Oder wunderbar. Wunderschön, gucken wir gleich. Jawohl. Eine sehr, sehr schöne Lokomotive. Die Güterwagen halt eben. Wir haben halt ein bisschen das Problem, dass wir tatsächlich nur die haben, die 160 km/h machen. Alle anderen machen nur die 120. Das kann man problemlos machen. Aber nicht bei einer Strecke, die uns fast durch die halbe Anlage durchführt. Also das würde ich halt tatsächlich nicht. Gut, jetzt haben wir es so. Das ist auch okay. Wir steigen ein. Ich gucke schnell auf die Uhr. Erstmal noch hupen. Ja. Ja, ein paar Meter können wir machen. Ich weiß nicht, ob wir die ganze Strecke hinkriegen. Aber dann machen wir das so, wie wir es auch schon gemacht haben. Dann werden wir die Restfahrt morgen machen. Ganz klar. Wir sind nicht auf der Flucht. Wir fahren mit dem Zug. Reimt sich nicht, klingt aber gut. Ja, Führerstand. Ja, ist nicht so der Killer. Aber von außen ist das eine sehr, sehr schöne Lokomotive. Und ich kann mich nicht erinnern, dass die bei uns rumfährt. Also das würde mich wundern. Aber eben, ja, ich wundere mich. Ich hab das bei Tränenfieber schon mal gehabt. Oder bei, ja doch, bei Tränenfieber tatsächlich. Dass ich noch gesagt habe, die Lok, die ist einzigartig. Die haben wir noch nicht auf der Anlage. Wir fahren aus dem Bahnhof raus. Und ratet mal, was uns entgegenkommt. Genau, ein Zug mit der Lokomotive. Irgendwie 3-4 Linien vorher. Ja, das kriege ich halt manchmal auch hin, tatsächlich. So, volle Kanne. Wir haben ja zum Teil eigenes Gleis. Und zum Großteil eigentlich nicht eigenes Gleis. Die haben wir jetzt auch relativ schnell hingekriegt, die Strecke. Da mussten wir ja unten nur die Zufahrt tatsächlich machen. Okay, wir fahren jetzt einfach mal. Mal schauen, wie weit wir kommen. Vielleicht kriegen wir sie sogar fertig. Jetzt sind wir bei 28 Minuten, sehe ich. Also das ist meine Zeitaufzeichnung. Bei euch sind es vielleicht 27, ich weiß es nicht. Ist jetzt auch egal. Komm, wir fahren jetzt einfach mit und genießen die Fahrt. Wir müssen doch jetzt nicht auf die Uhr gucken. Wer kommt denn auf so Ideen? Ja, ich. So, einmal über den Damm rüber. Und da vorne die Schlote, die rauchen. Okay, haben wir da einen kleinen Industriemoloch. Ach, das ist irgendwie das... Was ist das denn? Die Chemiefabrik? Das kann sein. Wo sie Plastik dann herstellen. Das, oder Kunststoff stellen sie her. Das sieht irgendwie schon cool aus. Ich meine, es sieht natürlich nicht idyllisch aus, aber... Ja, sagen wir mal so, das Ganze lebt. So, einmal den hier. Ich gucke mir mal den ganzen Zug nochmal an. Herrlich. Ach, ist einfach ein herrliches Spiel. Ja, ich weiß, ich sage es in jeder zweiten Folge, aber das hat auch damit zu tun, dass ich es einfach so sehe. Es ist einfach ein geniales Spiel. Und das 5 Jahre, nachdem es rauskommt oder rauskam, immer noch. Also das hat bei mir halt gar nichts verloren. Ich würde sogar privat, ohne dass ich es aufnehme, gerne wieder spielen. Aber eben, ich habe da ein bisschen die Angst, nach 5 Jahren... Ich möchte das Spiel nicht tot spielen, dass ich dann irgendwann, ich weiß auch nicht, plötzlich keine Lust mehr habe. Aber das ist in weiter Ferne. Weil, ja, ich liebe das Spiel halt einfach. Also da braucht ihr keine Angst haben. Ich habe schon mal gesagt, ich denke, wenn das Spiel hier abgelöst werden würde, dann von Transportfieber 3, falls es das geben würde. Das wissen wir ja alle nicht. Wir erfahren es vielleicht einmal demnächst. Wissen aber im Moment noch nicht. Also ein Transportfieber 3,
wenn das gut ist, dann löst das das ab. Und ansonsten bin ich fast sicher, dass ich das noch eine ganz, ganz ordentliche Weile spiele. Man kann es ja auch erklären, das habe ich auch schon mal gesagt. Das ist halt Modelleisenbahn. Und jemand, der eine Modelleisenbahn als Hobby hat, der baut da auch 10, 15 Jahre dran. Mit den gleichen drei Zügen, weil für mehr hat er nicht Platz. So der Normalmensch. Also das ist, ist ja tatsächlich auch was Ähnliches. Haben wir hier schon die Weiche? Ich glaube schon. Ja, hier ist die Weiche und jetzt geht's hier ins eigene Gleis rein. Beziehungsweise raus, raus aus dem Tunnel. Genau, das haben wir frisch gebaut. Ja, da kommt schon einer entgegen. Das ist keiner von uns sozusagen. Weil wir haben nur auf diesem Gleis hier rechts freie Fahrt. Das linke Gleis ist ein Bahnhofsgleis, das wir dann für die Rückfahrt nutzen. Wenn wir da mal ein Momentchen warten müssen, damit können wir leben. Auch ein schönes Bild hier, tatsächlich mit den anderen Güterzügen zusammen. Ja, da fährt gerade noch einer los. Macht er gut. Dann haben wir den auch noch dabei. So, einmal drehen, einmal hier Höhe und einmal wieder nach hier vorne. Oh, eh immer schön, wenn hier gerade einer... Oh, das ist ja mit den Krokodilen, ja, ja. Das ist sowieso immer schön, wenn man natürlich die Krokodile dann nochmal sieht. Das ist sogar mehr als nur schön. Und hier haben wir eine ganze Masse an Krokodilen. Da gibt es wunderbar was zu gucken. Sehr schön. Aber wisst ihr was, liebe Freunde? Wir machen hier ein Break. Ich hoffe, das ist okay. Dann machen wir die Reststrecke morgen, weil wir kriegen die Reststrecke jetzt nicht mehr hin in der Zeit, die ich zur Verfügung habe. Ja, morgen werden wir hier weitermachen, hier wieder einsteigen und die Fahrt genießen. Ich danke euch fürs Zusehen und dann hoffe ich, wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut, bis dann. Tschüss.